So, hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde. Wir sind wieder hier bei einer neuen Folge Emergency 4 mit der Biberfelde-Modifikation und damit der Sub-Modifikation Bayern 2.0. Wir haben hier direkt schon den ersten Einsatz, während ich alles eingestellt habe. Ja. Wir haben direkt hier unten den ersten Ladendieb gestellt und den bringen wir jetzt natürlich hier zur Polizeiwache und dann entsprechend ins Gefängnis, wa? Tschüss. So, ihr seht, ich habe hier unten wieder die Freiwillige Feuerwehr ausgepackt, damit wir uns einfach nochmal die Fahrzeuge angucken können. Ein, zwei Fahrzeuge konnten wir uns letztes Mal nicht anschauen, weil sie nicht alarmierbar waren. Wie gesagt, hier das LF, das haben wir uns, glaube ich, angeguckt. Klassisches Löschfahrzeug. Und jetzt kommt hier das, was wir uns nicht angucken konnten, noch rausgefahren. Wenn er denn jetzt mal käme, da ist er. Schauen wir uns auch nochmal an die Sirene. Die könnte jetzt langsam auch mal wieder ausgehen, finde ich. Wo ist hier dieser Sound-Debug? Da ist er. Ist hier ein Feuerwehrfahrzeug? Ich kenne es auch nicht, weil ich weiß nicht, was das für eins ist in dem Sinne. Hat auf jeden Fall so eine tragbare Spritze dabei, so eine tragbare Pumpe. Das heißt, man kann dann letztlich zum Beispiel hier in so einem Waldgebiet kann man die Pumpe nochmal absetzen und die als zusätzliche Pumpe sozusagen nutzen. Also wie gesagt, manche Sachen kenne ich einfach nicht so aus. Wenn ihr da entsprechend genaue Erklärungen haben wollt, entweder ihr wisst es selber, dann schreibt es gerne in die Kommentare, ich lerne ja gerne dazu. Oder aber, ihr müsst es googeln, weil ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es ein ganz cooles Fahrzeug ist. Ich finde, es sieht sehr schmuck aus, also sieht cool aus, finde ich so, ne? Relativ neues Fahrzeug auch. Ja, schon ein schönes Ding. Das TLF, das können wir irgendwie gerade nicht alarmieren. Das können wir uns dann später nochmal angucken. Hier, wie gesagt, dieser Decon P, den haben wir uns ja schon angeschaut. Und hier der KDOW, den können wir eigentlich wieder hier unten zum Volksfest fahren. Da kann er dann eigentlich entsprechend, seinen Dienst versehen. So, jetzt warten wir mal, was hier passiert. Wir können ja mal ausnahmsweise hier diesen Einsatzboost anmachen. Wo ist er? Da. Oha, da haben wir direkt einen Verkehrsunfall. Oha, da ist direkt auch ein großer. Wir machen direkt wieder Stopp, damit wir den auch wirklich schön in Ruhe abarbeiten können. Irgendwo haben wir noch hier Polizei rumfahren. Die schicken wir natürlich direkt mal hier vor Ort. Und dann klar, da brauchen wir natürlich auf jeden Fall da die Feuerwehr, dass da entsprechend geschnitten wird. So, die fahren von hier an. Das heißt, wir schicken die mal hier hin, dass die uns da nicht alle drum rumstehen. Dann schicken wir den Rettungsdienst auch schon mal los. Klar, die beiden kommen von oben, das heißt, den schicken wir hier hin. Und hier haben wir ja sogar entsprechend einen NRW. Den schicken wir dann auch hier hin. So, Polizei ist schon da. Die platzieren wir hier. So, ELW. Den stellen wir mal hier irgendwo hin. Und klar, die HLS, also die Hilfeleistungs-Löschfahrzeuge, die fahren natürlich direkt in die Materie. So, der nimmt sich hier auch mal den Spreizer. So, den stellen wir hier hin. Die Polizei lassen wir mal hier relativ großflächig die Straße sperren. So, der. Aber der muss da gar nicht schneiden, okay. So, wir sehen zwei Verletzte liegen auf der Straße. Die lassen wir erstmal durch die Kollegen von der Feuerwehr, weil ich die jetzt gerade hier schon ausgestiegen habe, lassen erst versorgen, dass sie uns bloß nicht versterben können. Und dann, klar, dann lassen wir natürlich hier gleich entsprechend die Kollegen von der Rettung dran. Wir brauchen, das heißt dann ja mal, noch einen dritten RTW. Zumindest. Vielleicht sogar auch einen dritten Notarzt. Weil wir haben ja hier alleine schon zwei Kollegen auf der Straße, zwei Verletzte. Also nicht zwei Kollegen, sondern zwei Verletzte. So, den holen wir schon mal direkt ab. Den holen wir auch ab. Schauen wir mal, ob wir den Notarzt überhaupt brauchen. Ja, auf dem Weg. Die Notärzte stellen wir hier mal in Bereitschaft. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. So, dann holen wir die Patientin auch von der Straße, dass, wie gesagt, da uns nichts anbrennt, sozusagen. Boah. Ist auf jeden Fall noch lebend, hört man. Scheint auch gar nicht so schwer verletzt zu sein. Selbst der Feuerwehrbeamte könnte die Dame hier entsprechend transportfähig machen. Das heißt, wie gesagt, da werden wir wahrscheinlich
gar nicht unbedingt einen großen Notarzt für brauchen. Wir brauchen, wie gesagt, wir brauchen noch einen Rettungswagen. Die holen wir uns von hier unten. So, das heißt, hier haben wir... Da brauchen wir den Notarzt wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, der könnte die Patientin hier so lange versorgen, bis der andere Rettungswagen eintrifft. Dann können die mir dich schon hier ins Krankenhaus düsen. Der kann hier entsprechend... Und dann kann die mir dich hier auch in ihren Fahrzeug... In ihr Fahrzeug einsteigen und kann entsprechend dann los. So, wo sind die anderen Polizisten? Da sind sie. Zwei Abschlepper brauchen wir natürlich. Die holen wir auch schon mal direkt. Ja, klang jetzt erstmal dramatisch, war dann aber doch irgendwie schnell abgearbeitet hier die Lage. Wie gesagt, die einen Patientin, die müssen wir gleich noch abholen lassen. Da ist der RTW ja unterwegs, da rollt er. Da müssen wir, klar, hier die Unfallfahrzeuge noch entfernen. Aber dann war es das auch schon, ne? Das heißt, wir können die Fahrzeuge hier schon mal vernünftig aufstellen. Den ELW, den können wir eigentlich gleich schon direkt einrücken lassen. Der wird hier nicht mehr wirklich gebraucht, so. Der holt auch schnell die Trage raus. Und dann, haben wir es auch schon fast, wa? Aber ihr seht, für so einen kleinen Unfall dann doch viel Gerödel, ne? Zwei HLFs, ein ELW, drei RTW, ein Notarzt. Gut, den hat es jetzt nicht wirklich gebraucht, der kann danach auch direkt einrücken. Erstmal alle wieder so lange aufsitzen. So, den können wir dann eigentlich in eine zur Wache zurückschicken. Und der. Wobei, den schicken wir mal nicht ins. Den schicken wir mal ins Seekrankenhaus, sonst haben wir direkt drei Leute ins Waldkrankenhaus gebracht. Dann ist nachher wieder Riesenaufruhr. Da ist schon der erste Abschlepper. Wie gesagt, der kann auch in die Wache zurückfahren. Der kann hier den ersten Unfallwagen holen. So, das ist jetzt hier immer irgendwie ungünstig. So kann man sehr, sehr gute Staus verursachen. Auf dem Weg. Dann lassen wir den hier so lange als Absperrung einfach mit stehen. So, der erste Unfallwagen wird abtransportiert. Da sehen wir aber auch direkt, da sind diesmal auf jeden Fall Betriebsstoffe. Oh, der qualmt sogar auch, oder? Auf einmal, oder? Qualmt ihr da schon die ganze Zeit? Was gibt's? Ja, alles klar. Sollten wir vielleicht dann doch mal kurz. Das ist mir entweder nicht aufgefallen oder der hat erst gerade angefangen zu qualmen. Aber wir lassen auf jeden Fall das Fahrzeug mit dem Löscher mal ein bisschen runterkühlen. Hat der jetzt einen Besen mit? Ne, der hat einen Besen mit, ne? Ja. So, dann sind auch die aufgenommen. So, jetzt sollte es wieder soweit erstmal passen. Alles klar. Höre. Und dann kann der entsprechend auch den letzten Unfallwagen aufnehmen. Oha. Vorsichtig da. Ah! Der weist den einfach nur entsprechend ein. Das klappt schon, das passt. Ja, und damit ist dann die Lage auch abgearbeitet. Wir können alle wieder einrücken lassen. Hervorragend. Haben wir sehr gut gemacht, liebe Freundinnen und Freunde. Die können auch einsteigen. Die können wieder nochmal ihre Streifenfahrt fortsetzen. Fahrzeug 48 hört. Da kommt schon der erste Rettungswagen vom Einsatz zurück. Die Patientin schon erfolgreich ins Krankenhaus gebracht. Ja, sehr gute Arbeit insgesamt. Keinen Patienten verloren wieder, sehr wichtig. Das ist uns ja, wie gesagt, immer wichtig. Zumindest keine unnötigen Toten. Wie gesagt, manche Leute sind einfach schon tot, bevor wir eintreffen. Da kann man da nichts machen. Aber, wie gesagt, keine Patienten verlieren, weil wir unnötig rumtrödeln. So, hier gibt es einen internistischen Notfall. Wo genau? In der Butze hier. Ah ne, da liegt er vor der Tür. Oha, der Pizzalieferfahrer. Ja, wir haben noch hier irgendeinen RTW. Ne, hatten wir nicht, ne? Ähm,
Da liegt er. Wollte gerade die Pizza ausliefern, direkt gestürzt. Ja, und jetzt liegt er da auf dem Boden. Und die anderen, die stehen ja einfach nur rum. Er ist völlig volltrunken. Weiß gar nicht, was abgeht. Die Dame kümmert sich zumindest ein bisschen um die Person. Das ist ja immer, ja, sehr löblich, wenn Leute vor Ort bleiben, sich um Leute kümmern. So, da kommt der Rettungswagen endlich. Upsi. So, der holt sich schon mal direkt einen Rucksack. Mir ist übrigens aufgefallen, in der letzten Folge, da habe ich mich ja am Ende gewundert, wo der eine Kollege von dem einen RTW mit dem Rucksack war. Der saß die ganze Zeit im Auto, weil ich den habe gar nicht aussteigen lassen, ich Idiot. Und ich habe da rumge... Oha. Gewaltverbrechen. Oha. So geht's aber nicht. Na, jetzt schießt er hier auch noch aufs... Jetzt schießt er hier auch noch aufs Auto und da liegt einer auf dem Boden. Och nee. Mit einer Schussverletzung. Oha. Da schicken wir direkt mal lieber einen Notarzt mit raus. Der RTW ist nicht alarmierbar, das heißt, wir müssen ihn hier von der Wache nehmen. Und klar, da schicken wir natürlich zur Vorsicht auch weitere Polizeikräfte hin. Hier ja sowieso unseren Gefangenentransporter jetzt. Weil klar, das ist natürlich nicht ohne, ne? Liegt da mitten auf dem Waldweg angeschossen worden. Wir haben zum Glück den Täter frühzeitig gestellt. So, den transportieren wir hier mal ab schnell. Dann schicken wir dann nachher auch ins Dings, ins Seekrankenhaus. So. Ah, geht schon direkt los. So, da kommt schon die Rettung, sehr gut. Und klar, hier den Tatort natürlich weitreichend absperren. Notarzt ist auch da, auch wichtig. Papa. Höre. Auf dem Weg. Höre. Auf dem Weg. Höre. Hören. Ja? Hören. Los geht's, höre. So, warum kann ich den nicht auswählen? Ach, ist schon ausgewählt. So, wie gesagt, den Tatraum, den sperren wir hier erstmal weiträumig ab. Den Halunken, den bringen wir hier direkt in den Gefangenentransporter, damit der direkt zur Wache transportiert wird, damit hier nichts mehr passieren kann. Wie gesagt, ist er mit einer Schusswache rumgelaufen, hat da um sich geschossen. Oha, jetzt geht's hier aber los. Oh nee, ich hasse diese Notfälle, die in Häusern sind. Welches Haus soll das sein? Ja, entweder das oder das. Zugänge sind auf jeden Fall beide da im Innenhof, ne? Kann ja eigentlich nur das Gebäude dann sein. Oh ne, da wird der Zugang da. Ah. Wir schicken zur Sicherheit wieder unser HLF mit raus. Fahrzeug 6. So, was macht hier die Einsatzstelle? Was gibt's? Quatsch. Bin unterwegs. Wird ausgeführt. Oh, jetzt geht's ja aber los. Oha. Oha. Wir machen mal hier jetzt noch einen Break. Das wird mir jetzt hier mittlerweile ein bisschen zu happelig. Da schicken wir direkt die Feuerwehr hin natürlich. Rennt. Polizei schicken wir auch. So, da brauchen wir jetzt wirklich zügig Löschwasser. Also den holen wir da direkt mal aus dem Gefahrenbereich. Kein Problem. Höre. Schon unterwegs. Was gibt's? Bin unterwegs. Was gibt's? So, das hat schon mal gepasst. Den rüsten wir erstmal hier mit dem. Höre. Ja. Oh, der hat sogar. Perfekt. Alles klar. Was gibt's? Ja. Schon unterwegs. Wird gemacht vor. So, als nächstes müssen wir natürlich da massiv Rettungskräfte hin beordern.
Aber wie gesagt, erstmal ging es jetzt darum, das brennende Fahrzeug da sozusagen ja, vom totalen Exitus sozusagen zu stoppen. So, was haben wir noch an Rettung hier? Notarzt auf jeden Fall, den schicken wir mal mit rein. Dann holen wir hier doch auch mal den Christoph mit hin. Den lassen wir hier landen. So, was ist hier? Die können abdüsen. Klar, die sollen natürlich jetzt alle, wir brauchen die Kräfte. Der kann hier hin. So, was macht hier unser Herzinfarkt? Fahrzeug 6. Höre. Wird ausgeführt. Okay, muss dann entsprechend das Gebäude sein. Das heißt, wir nehmen hier mit dem Zifix-Koffer mit und mit dem eine Axt. Die lassen wir auch jetzt gerade hier, verzeiht mir, machen wir jetzt nicht so die allerschönste. Ja, bin unterwegs. Die allerschönste Parkgeschichte draus. Wie gesagt, jetzt geht es darum, dass es hier schnell geht und vor allem, wir müssen wieder direkt runter zu unserem Verkehrsunfall. Ah, Mist, da liegt er schon auf dem Boden. So, ist hier noch was zu schneiden? Ne, das war zum Glück der einzige, der geschnitten werden musste. Ist schon mal gut. Beide Patienten scheinen war auch erstmal im relativ guten Zustand. Das heißt, wir haben hier nicht die ganz große Eile. Wie gesagt, brauchen dann noch einen Rettungswagen. Da unten kommt, glaube ich, gerade einer. Perfekt. Den beordern wir auch schnell hier hin. Der Notarzt, der kann sich dann mal hier um die Patientin kümmern. Wie gesagt, einmal kommt ja der Hubschrauber. Hätten wir jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber gut, besser als besser brauchen als besser haben als brauchen, ne? So, den stellen wir hier hin. Dann können wir schon mal einen Abschlepper bestellen. Also wir brauchen ja drei Stück. Was gibt's? Bin unterwegs. Oh, ja? Sofort. Was gibt's? Schon unterwegs. Ja, ich glaube, die Patientin oder der Patient hier drin, sofort. Der wird uns verstorben sein. Wir haben hier, alle hier haben wir, glaube ich, viel zu lange gebraucht. Oh. Fahrzeug 41. Fahrzeug 41. Schnell den Notärztin rein. Aber ich glaube, die Person, die wird mittlerweile. Ja, die ist verstorben, verdammt nochmal. Fahrzeug 6. Da Feuerwehr kann einrücken. Ja, da haben wir leider unseren ersten Toten, oder ja, in dem Fall wirklich Toten, ist ein Mann. Weil wir zu lange gedödelt haben. Das ist natürlich wirklich ungünstig, aber. Auf dem Weg. Ja. Fahrzeug 6. Passiert, ne? Wie gesagt, wir haben hier drei große Lagen gleichzeitig gehabt. So, die Abschlepper, die sammeln mal so lange hier auf dem. Ihr wisst schon. Boah, ja? Dann sollten wir vielleicht auch die Straße vor dem. Vor dem Heli absperren. So, der Patient ist soweit intakt. Das heißt, den können wir einladen. Die Löschwasserversorgung, die können wir wieder einbrücken. Alles klar. Jawohl. Ist in Arbeit. Höre. Wird ausgeführt. Achso, nee, das geht ja gar nicht. Den müssen wir dann gleich erstmal noch hier vom Notarzt entsprechend behandeln lassen. Aber dann können wir zumindest hier die Feuerwehrkräfte erstmal wieder ein bisschen sammeln. Was gibt's? Bin unterwegs. Ja, die Patientin, wie gesagt, leider verstorben da oben. Polizei ist unterwegs. Schon unterwegs. Zulu. Schon unterwegs. Ja, in dem Sinne tut es mir sehr leid für die Patientin, aber wir können halt auch nicht alle retten. Man war immer unser Ziel, aber letztlich. Ich meine, ihr habt es ja selber gesehen, wir waren hier komplett überfordert. Da der Einsatz, hier der Einsatz, da die Schussverletzung, dann hier, da unten der Verkehrsunfall und alles Mögliche, ne? Ja. So, da bestellen wir jetzt entsprechend einen Bestatter für. Dann kann der, ja, die Notärztin entsprechend auch einrücken hier. Haben ihr Bestes noch gegeben, aber wie gesagt, waren wir einfach leider viel zu spät. Ja. So, die nehmen wir mit zur Befragung.
Schon unterwegs. Okay. Ja? Die. Bin unterwegs. Der Polizist hier macht hier noch so ein bisschen, ja. Was weiß ich. Beweismittelaufnahme. So, da haben wir den dritten Abschlepper, das ist auch sehr gut. Den stellen wir auch hier kurz zur Seite. Klar, die rücken auch schon mal ins Fahrzeug wieder ein. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen Platz machen. Ich verlagere den Streifenwagen mal auch hier noch runter. Da kommt natürlich passend ein Auto, sehr gut. Das weisen wir auch. So, den stellen wir mal hier unten direkt hin. Das war hier und entsprechend, weil wir brauchen ja ein bisschen Platz jetzt hier, um die Abschlepper da gleich agieren zu lassen. So, der ist schon mal Transportweg, das heißt, den können wir verfliegen. Der Heli, der fliegt, glaube ich, immer ins Universitätsklinikum, den kann man nicht umstellen, aber ist ja auch ganz gut so. Wie gesagt, hätten wir jetzt nicht unbedingt gebraucht, die Ressource hier, aber ja, wie eben schon gesagt, besser haben als brauchen, ne? Was gibt's? So, der kann dann auch. Kann der Notarzt wieder einrücken, ist auch gut. Höre, bin unterwegs. Und dann kann der erste Abschlepper sich um das Fahrzeug hier kümmern. Ja, da haben wir hier unten die Freiwillige Feuerwehr sogar tatsächlich auch mal im Einsatz gesehen, auch im Einsatz gehabt. Ich befürchte allerdings, wir brauchen da den Bauhof, weil da werden wir ja doch einiges an Betriebsstoffen haben, die wir aufnehmen müssen. Wir können ja hier schon mal. Ja. Okay, auf dem Fahrzeug ist schon mal. Na gut, das ist für das für die Belange völlig nutzlos, sehr gut. Was gibt's? Alles klar, auf dem Weg. Zumindest haben wir auf dem bin unterwegs. Was gibt's? Ein bisschen Bindemittel. So, der nächste Abschlepper kann seinen Dienst tun. Der holt sich jetzt hier den Anhänger. Höre, schon unterwegs. So, die können schon mal anfangen, hier ein bisschen Bindemittel aufzunehmen. Es gibt nämlich auch eine gewisse Zeitkomponente, also bei manchen Einsätzen kann es durchaus vorkommen, dass wenn man, also ich probiere ja immer schöne Einsatzstellen zu haben, auch wenn das in dem Zusammenhang vielleicht komisch klingt. Aber man kann natürlich auch ja, sich zu viel Zeit lassen mit zu viel Rumparkerei sozusagen und dann ja, ist der Einsatz auf einmal abgebrochen. Aber gut, ich glaube, hier sollten wir noch nicht ansatzweise in den Bereich kommen, wo das passieren könnte. Haben wir den Bauhof alarmiert? Ja, ne? Da unten kommt er, perfekt. Bauhof, wie gesagt, haben wir letztes Mal gar nicht drüber gesprochen, gibt's auch. Die haben, wie gesagt, diverse Möglichkeiten für Betriebsstoffaufnahme. Ja, haben auch entsprechend Kettensäge und so weiter dabei. Das heißt, da gibt es ordentlich Einsätze für. Dann gäbe es auch noch, wenn man, es gibt zum Beispiel auch so, dass ein Einsatz, wo entsprechend ein Fahrzeug komplett über die halbe Stadt Öl verliert. Da gäbe es auch entsprechend. Ein Abrollbehälter, wie ist der? Abisant heißt der, glaube ich. Wo entsprechend Bindemittel drauf ist. Brauchen wir jetzt hier aber, glaube ich, eher nicht für die paar. Auf dem Weg, was gibt's? Ich glaube, das ist hier gerade zum Großteil erledigt. So, was ist hier? Ah ja, die Patientin ist, also der Tote ist Zulu abgeholt worden. Wir bringen hier die Dame, die daneben stand, die bringen wir besser mal zum Verhör zur Wache. Man weiß ja nie, ne? Vielleicht gibt es auch eine Straftat, die da vorgelegen hat. So, letzte Fahrzeug ist auch abtransportiert worden. Hier ist kein Öl. Bin unterwegs. Nee. Ja, dann können die Kollegen vom Bauhof auch entsprechend einrücken. Die Kollegen von der Feuerwehr können einrücken. Diese Kollegen können auch einrücken. Der Streifenwagen kann wieder entsprechend seinen Dienst antreten. Und dann würde ich aber auch sagen, liebe Freundinnen und Freunde, reicht es für diese Folge? Wir haben, ja, durchaus. Warte mal, hier liegt irgendwie ein Verletzter. Wartet mal, Jungs. Bin unterwegs. Ich sehe es gerade nur auf der Karte. Irgendwo soll hier eine. Oh nein. Das wird unser zweiter Toter sein. Ja. Da liegt einer im Wald. Ja, so schnell kann es dann doch gehen, ne?
Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Schon unterwegs. So was Dummes. Da muss ich mich jetzt selber rügen. Den habe ich komplett übersehen. Wahnsinn, der liegt da einfach im Wald. Ja, der wird tot sein. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Ja, in dem Fall bricht hier der Einsatz auch gerade. In dem Fall bricht er auch wirklich zurecht ab. Den Einsatz hätten wir nicht verdient gehabt abzuschließen. Ja, tot, tot. Brauchen wir noch einen Notarzt zur Todesfeststellung, aber... Ja. Sehr, sehr schade, sehr, sehr unnötig. Aber wie gesagt, völlig komplett übersehen da. Ich habe gedacht, es sind halt die zwei da in dem Auto. Klar. Dauerlich. Tut mir leid an der Stelle für die Person natürlich. Auch an die Angehörigen. Sehr schade. Aber... Ja. Wie gesagt, völlig unglücklich aus dem Auto da geschleudert worden. Klar, da brauchen wir jetzt auch nicht die Kripo, da wissen wir ganz klar. Das ist unser Verschulden. Müssen wir ihm hier unter den Teppich kehren? Die Kollegen von der Polizei müssen uns da decken. Aber wie gesagt, die wissen ja auch. Der liegt da mitten im Wald. Ihr wisst noch, hier stand das eine Unfallfahrzeug. Woher soll man es wissen, ne? Aber gut, so ist es halt mal. Ja. Gut, rufen wir auch entsprechende Stadt dafür. Notarzt kann einrücken. Wir sperren hier nochmal kurz ab, bis die Leiche abtransportiert wird. Was gibt's? Wird gemacht. Tja, schade. Zwei unnötige. Was ist hier los? Zwei unnötige Tote sozusagen. Einmal unten den einfach viel zu langsam gewesen und den haben wir einfach komplett übersehen. Sagt ehrlich, habt ihr ihn gesehen? Schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr die Person gesehen habt. Also ich habe sie wirklich überhaupt nicht gesehen. Völlig überrascht gewesen. Ich habe es gerade nur auf der Karte gesehen, dass da dieses X für eine verletzte Person noch war. Also, naja. Irgendwie haben wir aber auch noch zwei verletzte Personen, heißt es hier. Ach so, das ist irgendwie buggy hier immer. Also manchmal, wenn die versterben, dann wird der Einsatz nicht abgearbeitet sozusagen, damit der nicht angezeigt, aber gut. Da kommt der Leichenwagen für die Person im Wald. Ja. Gut, die können auch erstmal wieder einrücken. Victor. Victor. Naja. Ja gut, ich würde sagen, wie gesagt, da passiert jetzt noch nicht mehr viel. Dann kommt er zum Leichenwagen, transportiert die Leiche ab und dann ja, ist es entsprechend vorbei. Deswegen würde ich sagen, liebe Freundinnen und Freunde, war es das an dieser Stelle für die Folge. Wie gesagt, tut mir leid, dass wir doch zwei Personen verloren haben, dass wir die nicht mehr retten konnten. Ja, ist halt manchmal, wie es ist, ne? Was will man machen? Wie gesagt, im Wald hier, völlig übersehen die Leiche, tut mir sehr, sehr leid. Beim nächsten Mal können wir nur versuchen, es besser zu machen, beziehungsweise kann ich versuchen, es besser zu machen. Aber wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne ein Like da, lasst alles Mögliche da. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Tschüss.